Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Meat Boy. Wir wollen uns weiter in der Cotton Alley probieren. Das Level 4 war mir zu blöd, das wisst ihr ja. Ich glaube, mein Mikro ist zu weit weg. Ich mach's mal ein bisschen näher. So, ich hoffe, das habt ihr jetzt nicht zu genau gehört. Panic Attack ist das nächste Level. Güte, was ist denn hier los? Wieso ist die so lang? Ach, scheiße. Wow, ich bin panisch gelegen, so abge... Oh, das ist... Okay. Das ist Akkuration. Shit, also nach dem Landen sofort wieder springen. Scheiße, Gott, das ist schwer. Das ist so ein Bound to be a Plus Level. Vielleicht sollte ich nicht rennen. Nee, ich muss rennen. Moment. Ha. Ich kann über den ersten drüber springen. Und... Verdammt, aber ich muss eigentlich die ganze Zeit diese winzigen Sprünge machen. Shit, geht das weit. Zack. Nee, ich darf nicht direkt nach dem Schlüssel. So, hier springen. Zack. Das ist fies. Jetzt werden sie plötzlich hoch. Scheiße. Nein, jetzt hätte ich es fast gehabt. Hoppla, Bandit Girl. Bist du jetzt hier gestorben? Und nochmal. Findest du diese Säge so pralle? Und wieder. Die scheinst du echt zu mögen. Scheiße, also der letzte Sprung ist schwer. Der ist echt schwer. Himmel, das klappt doch nie. So, wie mache ich den letzten Sprung? Ich habe ja auch kaum Zeit zu überlegen. Ich muss ganz instinktiv handeln. Shit. Scheint ein bisschen langsamer zu werden. Ja, so klappt's. Da plus, das heißt, wir haben die Dark World für dieses Level freigeschaltet. So, nächster Level bitte. Tunnelblower. Oh Gott, nein! Nein, wieso bin ich gestürzt? Hm, ich verstehe es gerade nicht. Wirklich. Aber ich muss mich von dem, das ist wie in der Warpzone. Stimmt's? Ich muss mich doch von dem richtig blasen lassen. Oh Gott, wie das klingt. Ja. Yeah. So, hier kann ich lang. Kann ich versuchen, darüber zu springen. Das klappt doch nie im Leben. Fast. Ich denke eigentlich eher, dass ich so... machen muss, genau. Wie in der Warpzone. Nein! Verdammt! Das war schon so schwer gewesen, hier durchzukommen. Zum Glück ist es diesmal keine Warpzone. Shit! Ja. Wir haben diese Ventilatoren. Ich kapiere die einfach nicht. Ich kapiere nicht, wie die funktionieren. Das ist bei mir reiner Zufall. Schön, das erste hat geklappt, so oder nicht. Und das ist eindeutig ein Hospital-Scene, den ich hier habe, wie ich mir dachte. Die Welten, die hier kommen, die zeigen so, naja, Scene. Die haben schon ein bisschen ihren eigenen Scene, solche dieser rosa Hintergrund, aber das, was wir hier sehen, die Elemente und so, das war erst Forest gewesen. Jetzt haben wir Hospital, also bekommen wir die Salt Factory, Gott, ne, Turrets, 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 Turrets. Aber deswegen muss ich versuchen, an diesen blöden Ventilatoren vorbeizukommen. Nein, das war so blöd. Also. Ja. Direkt in den Windstrahl springen. Dann schaffe ich es etwas zu. Das war zu hoch. Nochmal in den Windstrahl springen. Ich muss da eigentlich direkt durchschweben. Ach Gott, es sind schon wieder viele Tote in dieser Welt. Nein, ich habe das jetzt nur einmal gepackt. Ich muss das doch nochmal hinbekommen.
Kann mir irgendjemand mal die Physik von diesen Teilen erklären, bitte? Hey, eben hat's wieder geklappt. Nein, jetzt bin ich wieder daran gestorben. Ich muss zweimal auf den Zufall vertrauen, sozusagen. Ob ich dieses Level je hinkommen werde. Zack, rüber. Und es hat wieder nicht geklappt. Hier hin. So. Und. Nein! Oh, ganz knapp, ganz, ganz knapp. Und gestorben. An der mittleren Säge. Hey, sehen wir überhaupt nicht, an welchen Sägen wir gestorben sind. Besonders bei Meatbreed, sein Blutsaft war ja überall. Na, genießt es da oben, deine Angebetete so oft sterben zu sehen, nachdem du so oft für sie gestorben bist. Das war dämlich! Okay. Nein! Ich krieg das einfach nicht hin! Wenn ich es mal rüber schaffe, dann schaffe ich es nicht zurück. Ich hasse diese Ventilatoren. Das ist jetzt gerade wirklich eine Game-Mechanik, die mich hier aufhält. Also, ich glaube, so langsam habe ich das Timing ein bisschen heraus. In einer Klappe von 10 Versuchen einer, also eine 10%ige Erfolgschance haben wir. Hilfe! Boah, das konnte ja nicht angehen. Nein, 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 das klappt nicht. Wenn ich es von so weit oben bekomme, sterbe ich auf jeden Fall. Aber ich muss mich auch ein bisschen treiben lassen. Aber das ist zu hoch. Oh wow, wie habe ich das Ding gemacht? Oh verdammt, ich habe gedacht, mit dem Wandsprung kriege ich es besser hin. Aber es klappt überhaupt nicht mit Wandsprung. Ich muss von hier kommen. Hier jetzt gerade mal. Genau, ich muss von weiter unten. Dann weglinken. Na! Wenn ich hoch. Was? Jetzt klappt es hier überhaupt nicht mehr. Wenn ich hoch will. War irgendwie gut. Das konnte nicht klappen. Hä? Wie gesagt, ich kapiere das nicht. Wie das funktioniert. Und fallen lassen. Das konnte wieder nicht klappen. Und das Ding ohne einmal zu sterben? Kein Wunder, dass es Impossible Boy heißt. Moment, ich glaube, das war sogar die Dark World. Das hier sind ja noch die Light World. Aber was sollte das denn? So. Ich verstehe es nicht. Genau, und ich verstehe jetzt auch nicht, warum ich jetzt wieder keinen Auftrieb hatte. Das Spielelement. Ich dachte eben wieder, dass ich dort sterbe. Ich glaube, ich sollte nie davon ausgehen, dass ich sterbe, sondern immer gleich dahin denken, wo ich denke, dass es richtig ist. Und zack. Ja. Ich wollte doch noch ein bisschen da drin bleiben. Vielen Dank auch. Klappt. Hä, das hat geklappt. Warum? Das hätte ich eigentlich erwartet. Ich höre die Feuerwehr, kein Wunder. Es ist warm. Stimmt, hat irgendjemand gezündelt beim Grillen. Samstag. Hey, das hat jetzt mal ganz gut hingehauen. Och, jetzt nehme ich den Control-Stick hier. Mit dem Völker, ich glaube, das überhaupt nicht. Ich kann mit dem Control-Stick beim Fallen und so ein bisschen akkurater sein. Das ist aber ein bisschen arg krass gerade. Vielleicht sollte ich nicht die X-Taste gedrückt halten. Nee, die brauche ich. Oh, das klappt ja überhaupt nicht. Ich brauche das Feuerkreuz. Mit dem Control-Stick geht es ja noch weniger. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt bin ich aber wirklich wütend. Oh, das gibt's nicht! Ich bleib einfach nicht hier im Wind, von dem ich von links komme.
als ob es überhaupt keinen Auftrieb gibt. Ha, endlich. Das hat jetzt aber gedauert. Also plus 10,50, ich guck mal. Jo, war ab plus, na immerhin. Pickletten. Okay, hallo ihr Süßen. Das bedeutet... ich muss genau zwischen euch durch. Pickletten sagt man übrigens so ein Kauderwelsch. Also wir würden es mit mal Kauderwelsch sagen. Eigentlich sagt man Pickletten. Ah! Seht euch mal an, wie weit das geht. Oh nein! Das ist blöd, mit eher noch ausweichen zu wollen. Mitten in der Luft. Also muss ich es nochmal. Oh, das gibt's doch nicht! Hey, Netgirl, halt dich gefälligst fest. Und jetzt bist du nicht abgesprungen, oder? Ich raste noch raus. Ich muss von weiter unten kommen. Und dann muss ich warten, bis die da weg sind. Und dann sind die anderen da. So. Wieso hab ich's jetzt nicht da hochgeschafft? Gott, ist das eng. Gottes, ich bin viel zu weit weg. Nein! Je kleiner es wird, desto schwerer ist das alles. So. Shit. So kriege ich das nicht hin, da hoch zu flutschen. Nendelschgel, du musst da hoch flutschen. Wieso macht sie das nicht? Die hat doch sonst auch immer gemacht. So, warten wir. Hm. So, genau. Oh, shit. Bisschen später, wie es scheint. Nein, es klappt. Oh, es hat geklappt. Aber es wird ein bisschen langsam. Zack, zack. Boah, die Gegner hier sind so eng. Nein, nicht schon wieder. Sollen das ordentlich klappen? Ich muss ja auf der anderen Seite noch dasselbe machen. Nur umgekehrt. Selber nur umgekehrt. Ich hab mir irgendwie auf den Super Meat-Boy. Shit. Bis zur Mitte komme ich so ziemlich. Und hopp. So, wir warten auf den. Die hätte sich doch wieder festhalten müssen. Mann, wie ätzend. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Sprungtaste gedrückt habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich vorhatte, die Sprungtaste zu drücken. Das gibt's doch nicht. Wieso tust du gerade so schnell hier runterrutschen, Bandage Girl? Ich kann überhaupt nicht reagieren, bevor du auf die Gegner... So, jetzt. Ich bin zu weit nach oben gerutscht. Diesmal hat mich dieses Element kaputt gemacht. 5 Minuten noch, ob ich das Level in dieser Zeit schaffe. Und hopp. Shit, was habe ich getan? Geduld braucht man jedenfalls hier. Geduld. Das hätte klappen können. War es doch eigentlich überhaupt nicht da. Dummer, dummer Schleim. Oder was war das? Blutpudding, stimmt's? In Som gab's auch einen Blutpudding. Gut.
Nein, jetzt bin ich an der Säge gestorben. Ich muss wahrscheinlich von ganz, ganz unten rüberspringen. Schön in der Luft geblieben. Shit. Verdammt, mein Ding ist falsch. Ich kann nicht ordentlich spielen, wenn der nicht richtig sitzt. Gesagt. Aber ich bin schon ziemlich weit gekommen. Gott, das ist so viel schaffbarer als Dark Rapture. Trotzdem ist es noch schwer. Aber ich weiß ungefähr, wo meine Fehler liegen. Leinsprung. Der da kommt, lassen wir uns fallen. Oh shit, ich wollte doch abspringen. Irgendwie klappt das mit dem Abspringen heute nicht besonders gut. Nee, das konnte nicht klappen. So, jetzt müssen wir uns wieder die Zeit, die wir benötigen. Hier rüber. Und der ist zu nah. Wo ist die Stop? Das war zu nah. Runter. Aufbleiben. Bis der da oben über die Ecke geht. Nein! Shit. Nicht geklappt. Die ersten beiden Sägen sind wir gekommen. Wenn der da um die Ecke kommt, kann ich hier lang. Oder auch nicht. Kommt. In der Luft bleiben. Für die Taste gedrückt halten. Hier lang. Boah, das war knapp. Nein, ich wollte doch jetzt nach rechts. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Jetzt sind sie wieder so, dass ich wieder warten muss. Hey, das hat gut geklappt gerade. Zack und zack, zack. Fein. Shit! Oh, ich bin nicht richtig gelandet. Ich muss wieder warten. Jetzt, jetzt, jetzt. Zack. Was sollte das? Du bist ja richtig geglitscht, Bandage Girl. Das war dumm. So. Hopp. Spring, spring. Und wieder, bis der da um die Ecke kommt. Und hopp. Oh! Beim zweiten Sprung muss ich bereits rüber, ansonsten klappt das nicht. Oh, ich hab mich das Timing verpasst, total falsch gemacht. Nein! Es hätte klappen können! Ich weiß es! Oh, das gibt's doch nicht jetzt! Ich soll wieder mit der Vikings-Taktik warten. No. Och, das. Ich krieg den ersten Sprung nicht mehr hin. Soll das so klappen? Oh, na endlich. Hopp. Nein! Oh, du musst richtig landen, du dummes Ding! So, noch ein Versuch, danach werden wir den Part beenden müssen und das Ganze im nächsten Part beenden. Aber ich meine auch einen Versuch, mit dem ich ein bisschen weiterkomme. Ich schaff's jetzt wenigstens noch ein bisschen in die Mitte.
Endlich, wenigstens bin ich jetzt mal wieder hier. Ich bin zu nah. Boah, es hat geklappt. Okay, ab in den nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.